Hi, ich bin's wieder, David. Und heute will ich euch erzählen, was ich dann eigentlich wirklich mache. Ihr seht es ja schon in meinen Videos, wenn ich das angeguckt habe, dass ich mit dem Rollstuhl skaten gehe. Und ja, das ist auch, was ich wirklich als mein neues Hobby bezeichnen würde. Und aus dem Hobby ist halt auch richtig was gewachsen. Zum einen nehme ich an Wettkämpfen teil. Ich bin zweimal schon Dritter in, ich nenne es mal Weltmeisterschaften im Share Skating WCMX in Kalifornien geworden. Und ja, und da ich in Deutschland immer so ein bisschen der Einzige war und das schade finde, habe ich angefangen, Workshops zu machen für andere Rollstuhlfahrer, um dir halt auch zu zeigen, dass man im Skatepark einiges machen kann und mit dem Rollstuhl richtig Spaß haben kann. Der Amerikaner Aaron Fotheringham ist der beste Chairskater der Welt. Mit dem Rollstuhl fährt er in die Halfpipe und macht sogar Salti. In Deutschland ist der Berliner David Lebusa die Nummer 1. Er motiviert auch andere Rollstuhlfahrer, sich in den Skatepark zu trauen. In Kassel hat er jetzt einen Workshop gegeben und Philipps Kopien war mit dabei. Mit dem Rolli die Halfpipe runter. Das traut sich natürlich noch nicht jeder im Kurs. Aber Philipp hat eben Vorerfahrung. Schließlich war er BMX-Fahrer, bevor er mit 14 in den Rollstuhl musste. Perfekt. Der 22-Jährige hat da auch gleich ein krasses Ziel. Ich werde am liebsten überall Saltos machen, wenn ich drauf hätte mit dem Rollstuhl. Ja, kann es aber noch nicht, aber ich will es bald machen. Jo. Die meisten anderen fahren zum ersten Mal im Skatepark, so wie Dennis. Ich versuche hier möglichst mit der Einstellung reinzugehen, dass es keine Grenzen gibt. Natürlich gibt es irgendwo Grenzen, aber wo genau die liegen, das will ich heute mal feststellen. Mehr als 20 Rollifahrer wollen beim Workshop von ihm lernen. David Lebusa, Deutschlands einzigem Profi-Chairskater. Der schafft gerne auch schon mit dem Wheelie. Schon habt ihr eure erste Line gezogen hier. Ja, nicht die. Sowas wollen wir ja hier nicht unterstützen. Hauptziel der Workshops, weniger Angst im Alltag. Ja, so eine, derbe Rampe ohne Probleme am Ende runterfährt und mitbekommt, das geht halt auch sicher, ohne dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich Angst haben muss. Der macht natürlich vorm Supermarkt an der Rampe nicht mehr den Stopp und fragt nach Hilfe, sondern weiß einfach, ich kann das. Gerade in Deutschland aber ist der Straßenalltag Schwerstarbeit für Rollstuhlfahrer. Finnland oder die USA hätten mehr Barrierefreiheit, sagt David. Trotzdem, und auch das will er vermitteln, ist der Spaß am Fahren die Hauptsache. Oder um es mit den Worten von Sören, dem Obercruiser, zu sagen: Wenn man Vertrauen in den Rolli hat, geht das besser. Und erst recht ohne Stützrad. Workshops wie dieser sind leider nicht in jedem Skatepark möglich. Deshalb möchte David demnächst in Thüringen einen mit entwerfen, natürlich barrierefrei. Ja, und das würde ich weiter ausbauen und da wäre so ein Geldsegen natürlich wirklich eine Riesenhilfe, um das halt auch weiterzumachen und anderen Rollstuhlfahrern einfach auch die Perspektive zu geben. Und wäre cool, wenn ihr mir da helft und eure Stimme gebt. Vielen Dank, bis dann, ciao.